So, meine Freunde, da bin ich wieder. Euer Kennermedizin ist wieder da mit einer angeschlagenen Stimme. Husten, Schnupfen die letzten Tage gehabt. Ja, zwei Spiele auch noch verpasst, weil das Ganze nicht genau funktioniert hat. Jetzt haben wir es neu eingestellt. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß beim Zuschauen, spannende Unterhaltung. Schreibt in den Kommentaren, ob ihr auch verkühlt seid derzeit und oder ob eure Kollegen, Freunde oder jemand aus der Familie verkühlt ist. Hier geht es jetzt weiter mit dem Pokalspiel. Wir haben das zweite Europa League-Spiel gewonnen. Wir haben auch gewonnen, nein, ein Unentschieden gemacht gegen einen Liga-Konkurrenten. Dam, dam, dam. So. Jetzt steht eben ein Pokalspiel an. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's, würde ich mal sagen. Gegen Derbyshire, Estadio del Nuevo Triunfo. Komischer Stadionname. Ich hoffe, ich werde bald wieder mal ordentlich gesund. Und jetzt schauen wir mal, ob wir da den Gegner zerstören können. Die kommen einfach lockerlässig durch. Finde ich witzig. Ah, der hat ja eine Wahnsinnsidee, dreht plötzlich um. Und hier wäre es fast zu einem Elfmeter gekommen. Da muss man hinten aufpassen. Mach den Eckball rein, komm. Den hast du eh ganz locker. Da muss er gehen, da muss er gehen. Scheiße. Sehr schade. Das wäre ein toller Konter gewesen. Oh, komischerweise schafft hier der Gegner sehr viel. Das war ein Foul von hinten. Und dafür gibt es jetzt auch wahrscheinlich die rote Karte. Nein, nur gelb. Glück für Dejan Lovren. Ein Kollege von mir würde sagen, gelb und ein Arschloch-Freistoß, aber das schaut nicht so danach aus. Schön dazwischen. Und es gibt wieder einen Eckball. Wieder eine Ecke. Das wollen wir uns gar nicht anschauen hier. Sondern, aha, die haben verschiedene Strategien von Eckbälle. Woodburn. Und dann muss der Goalie haben. Was macht der Goalie damit? Warum wehrt der Stegen den Ball übers Tor, statt in, aus dem Strafraum? Raus damit. Schön abgewehrt. Die Bälle kommen hier gefährlich. Und das ist der Konter über Dybala. Hat den Dybala noch? Ja, yep. Sehr schön gemacht. Jetzt wandert er nach innen und schießt hier drauf. Das hätte eine gute Gelegenheit werden können. Gewechselt wird hier auch nicht ordentlich. Der Gegner ist nicht unschlagbar. Huge. Und die stellen sich hoffentlich nicht hinten rein. Schön gemacht. Schön durchgesteckt. Und jetzt muss es. Oh, mitten auf den Tor. Das kann es nicht sein. Ja, Pro Evo 18 ist halt eine Spur schwieriger wie FIFA. So, da ziehen wir einen anderen raus, um eine Ecke ordentlich durchzuführen zu können. Aber das geht einfach nicht. Oh, da behindern sie sich fast gegenseitig. So, raus damit. Und schon wieder gesehen. Oh. Die verkommen hier hinten gar nicht raus. Fast nicht. Und wir wollen im Pokalspiel auch eine Runde weiterkommen. Das ist ganz klar. Er läuft einfach vorbei. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Achtung, der Gegner mit einem Riesen. Riesen, 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 Riesen Chance. Da wird einem ja direkt schlecht. So, Abstoß. Jetzt sollen wir mal ordentlich spielen. Kommt der Bassi. Ja, statt nach vorne kommt er zurück.
Wir wollen hier die Passstationen abwägen. Ja, daneben würde ich auch mal sagen. So. Und jetzt muss die Flanke kommen. Die kommt auch. Und das ist das Tor. Das war sicher Paulo Dybala. Und er lässt sich von den Fans feiern. Und natürlich ist da der Kameramann durchsichtig. 1:0. Schöne Flanke. Zack. Und drin ist das Ding. Da lässt sich keiner zweimal bitten. Da lässt sich überhaupt keiner zweimal bitten. Wer war das eigentlich? Das war die Nummer 12. Gomez. Das war Gomez. Und damit steht es 1:0 für den FC Liverpool auswärts. Und das ist natürlich ganz schwierig, hier das 1:0 zu halten. Das soll man einfach eins draufsetzen noch. So. Ah, gut dazwischen gegangen. Gut dazwischen gegangen, aber nichts passiert. So. Und die nächste Gelegenheit, das wäre ein Hammer-Tor geworden. Aber es gibt einen Eckball. Schauen wir uns noch einmal die Chance an. Der Hammer geht direkt aufs Tor. Zack, und der Torhüter ist da dazwischen. Attack, we are strong. So, wen spielen wir da an? Richtung und Kurve vom Passspiel bestimmen. So. So funktioniert das. Da ist keiner da. Oh je, das kann nur ein Konter sein. Schlau gemacht. Und damit gibt es diesen berühmt-berüchtigten Arschloch-Freistoß. Gibt es hier auch eine rote Karte oben drauf? Gelb für Gomez. Nein. War eigentlich eine Verhinderung und der Gegner schaut aus wie Mr. Spock. Falls ihr die Einblendung gesehen habt. Er ist schwer verletzt. Da wird sogar jemand von der Bank gebeten, medizinische Ersthilfe zu geben. Jetzt ist er mal draußen. Das könnte uns einfach mal ein gutes Beispiel geben. 86% erfolgreiche Pässe. Schön gemacht. Schön. Da ist der Gegner noch immer draußen. Schön. Und Woodburn spielt das hier souverän. Woodburn spielt das hier souverän. Kommt dann zu seiner Chance. Er lässt sich hier den Ball abknüpfen. Oh, was für eine Situation. Hä? Der Ball war doch draußen. Kann es das sein? Der Ball war doch draußen. Der Ball war draußen. Woodburn ist da wieder zurückgeheilt. Weiß, dass er jetzt hier fehlt beim Konter des Gegners. Aha, da lässt er sich auch den Ball abknüpfen. Und es gibt Freistoß, beziehungsweise die erste Halbzeit ist hier vorbei. So, schauen wir mal die Statistiken an. 52:48% Ballbesitz. Wir haben mehr Schüsse aufs Tor gebracht wie der Gegner. 2 Fouls, 3 Eckbälle hat der Gegner schon gehabt. 2 Freistöße hat der Gegner auch gehabt. Gespielt 28 meiner Pässe sind angekommen von 33 Flanken. Eine Flanke ist abgekommen. Abgefangene Pässe 5. Attacken 3, parierte Torschüsse. Damit starten wir in die zweite Halbzeit. Würde ich sagen. Gehen wir denn so? Ah, was ein dummer Pass. Schön. Den hat der Gegner wieder und der wird abgefälscht. Schade. Kommt hier schön aufs Tor. Das versucht hier mal der Gegner ein bisschen mehr daraus zu machen. Da will Ter Stegen raus, weiß aber, dass er nicht drankommt. Jetzt versucht es der Gegner mal. Da wird alles dran gesetzt, dass hier ein Tor fällt. Aber an Freund und Feind geht diese Flanke vorbei. Und damit ist Liverpool wieder im Ballbesitz. So, hier geht keiner dran. Hier geht gar keiner ran. Deswegen kommt mal hier jemand aufs Tor. Aber es wird nichts dagegen gemacht. Hammer Flankenpositionen da. Ja, Hammer.
Oh, böses. Ah, oh, da kommt er wieder nicht an den Ball dran. Achtung. Gelbe Karte. Und nicht einmal Freistoß gibt es hier. Glück für im Unglück. Schön. Das Spiel erfordert viel Präsenz und Ballbesitz. Oh, kein Elfmeter. Ist ja umgerempelt worden. Jetzt dürfte Sadio Mané ziemlich schwer verletzt sein. Liegt er noch immer am Boden und jetzt hat der Schiedsrichter gepfiffen. Gibt es hier noch eine gelb-rote Karte oben drauf? Ich weiß nicht, was da los war. Jupp, damit kann er sich verabschieden. Dejan Lovren hat hier sein Bestes getan und hat diese Konterchance abgepfiffen. Nächster verletzter Spieler. Schauen wir mal an, was sie hier... Oh, schlau vom Gegner. Zombie-mäßig aufgestanden von Lovren. Jetzt kann man nur versuchen, richtig gut dagegen zu halten. Bent ist verletzt. Achtung. Sehr gefährlich, aber da ist alles möglich. So. Schöne Flanke, also ein Laufpass. Was allemal. Und da zieht die Baller direkt ab. Wäre auch ein Foul gewesen. So, 51 Meter getrippelte Distanz. Da kommt er dran, sehr gut. Lass mal dann den Gegner tanzen, 70. Der Goalie weiß, was er tut, hoffentlich. Schöner Ausschuss. Oh, da kommt der Laufpass nicht an von Dybala, schade. Hey, das war Ball gespielt, Freund der Berge. Was ist mit dir los? Sagst du da ernsthaft gelb oder was? Ah, sehr bitter. Und wir tun uns gegen diesen Gegner schwer, man merkt's. Schwer, schwer, schwer. So, stellen wir uns kurz rein. Müssen wir da aufpassen. Yep. Und das war wohl nichts für den Gegner. Aber es wird Zeit für einen Wechsel. Strategie. Strategie, Strategie. Aufstellung, Positionen editieren. So. Was macht er denn hier? Jetzt probieren wir mal was aus. Ziehen hier einen nach dem anderen nach vorne. Hängen die Spitze. Damit er hier auch herziehen kann. Und damit geben wir Sturridge die Chance und Roberto Firmino statt so. Dann können wir da noch eine Chance geben. Lucas Leiva für die Defensive, einen frischen Spieler. Hallöchen. So funktioniert's. Jetzt haben wir einen Doppelwechsel und einen 4. Eine gute Aufstellung eigentlich. Damit hier Tore fallen. Woodburn wird hinuntergenommen. Sturridge und Roberto Firmino werden die Ersatz. Kein Spieler hier auch passen müssen wir da alle mal auf den Pass hier, das ist gefährlich. Und der geht zum Glück nicht ins Tor. Ja, da hat Marc-André Ter Stegen ziemliches Glück im Unglück. Und jetzt müssen wir schauen, was daraus wird. Schüsse aufs Tor. Zack. Ach, wieder Fehler, wieder Fehler, Riesenfehler. Da muss der Stegen raus und rettet. Ich weiß nicht, was da los ist, aber das ist zum Kopfschütteln. Warum spielt er denn einfach direkt weiter, anstatt dass er schaut, wo er hinspielt? Ab und zu sind die Spieler ziemlich besoffen unterwegs. 46% von Derbyshire. Raus damit. Ui, ich habe schon gedacht, der landet im Tor, aber
Jetzt dürften wir uns diese Kacke gemerkt haben. So, ich hoffe, dass da jetzt nichts mehr angebrennt wird hintenrum. Schönes Zusammenspiel. Da ist ein Sadio Mané. Ah, der stoppt einfach den Ball ab. Mitten im Lauf. Ja, gibt's denn das? Schönes Zusammenspiel wieder. Schönes Zusammenspiel. Zack. 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 Ah, jetzt gehen wir Ball halten hier vorne. Zack. Zack. Schön auseinandergespielt. Zack. Und jetzt muss das Ding fast drin sein. Oh, schade. Da kommt doch noch einer dazwischen. Das war Gomez. Oh, weicht da einfach aus. Stark gemacht. Da ist Anja jetzt. Anja. Anja. Schöner Pass. Da ist der Konter. Da ist der Konter. Da kommt die Baller dran. Schön. Wer kommt da noch nach? Niemand. Doch, er kommt nach. Und Mané mit der Riesenchance. Noch einmal. Das gibt's ja gar nicht. Riesengelegenheiten werden hier ausgelassen. Und durchatmen. Einmal richtig gut durchatmen. Da kann man sich nur beim Torhüter unsererseits bedanken und einmal bei Paulo Dybala und nicht leider bei Dejan Lovren, der eine gelbe Karte erlitten hat, wollte ich sagen, eine gelbe Karte bekommen hat. London FC, Runde 2. Gibt es hier noch ein Rückspiel eigentlich? Liverpool gegen Red St. Red. Meisterliga, können Sie den Spielstil wählen. Sehr gut, schaut gut aus. Verbessert dich momentan ungemein. Kontaktwiderstand ist auf 66 gestiegen. Was ist Kontaktwiderstand? Origi ist okay. Und damit ist das entscheidende Spiel hier in der Europa League. Für weitere Punkte auch da. Entwicklung von Bobby Watburn mit Interesse verfolgt. Tja, das ist kein Wunder, denn Bobby Watburn ist auch im echten Leben eine richtige Granate. Dejan Lovren ist gesperrt. Was gibt's hier noch? Ibrahimovic könnten wir verpflichten, wäre aber zu alt. Sergio Aguero auch natürlich. Ja, und damit möchte ich recht herzlichen Dank aussprechen, dass ihr wieder dabei wart. Ich freue mich, dass ihr dabei wart natürlich. In diesem Sinne, ciao, ciao.